grüße euch und erstmal wieder herzlich willkommen. Heute geht es um die Patch Notes 5.0. Rechtzeitig zum Release von Thrones of Decay sind die nämlich veröffentlicht worden und ich habe da einige Highlights rausmarkiert. Die werde ich euch zeigen. Ich habe das Ganze auch auf Deutsch übersetzt, wie ihr hier schon seht. Allerdings, ja, bitte bedenkt, es gibt immer wieder kleine Fehlerchen. Vorher ist aber noch eine kleine Story. Und zwar diejenigen, die mich täglich auf Twitch besuchen oder hier auch auf YouTube im Livestream, die wissen ja, dass ich mich bei Creative Assembly beworben habe als Content Creator. Das ist jetzt schon einige Wochen her und ich habe jetzt auch vor dem Release von Thrones of Decay eine Antwort bekommen. Und die Antwort war, nein, sie könnten mich nicht aufnehmen ins Content Creator Programm. Die Begründung haben sie dazu nicht geschrieben, weil ich denke mal, weil mein Kanal einfach noch zu klein ist. Allerdings sind sie dann wiederum ein bisschen entgegengekommen und haben dann geschrieben, wenn ich einen Steam Key brauche, dann soll ich mich bei denen melden. Ja, das habe ich ja gestern als Antwort bekommen. Dann habe ich da eben halt nochmal ein E-Mail hin zurückgeschrieben, dass ich dann gerne einen Steam Key hätte. Ja, weil das DLC würde ich ja so oder so live streamen. Also ich habe ja viel vor mit dem DLC. Und wenn die das anbieten, warum nicht, ja? Und ich habe dann auch heute schon eine Antwort bekommen. Und zwar habe ich einen Steam Key bekommen für alle drei DLCs. Und deswegen hier an dieser Stelle danke an Creative Assembly für den Steam Key, für den Support. Und ja, vielleicht klappt es irgendwann anders nochmal mit dem Content Creator Programm. Vielleicht, wenn ich 2000 Abos habe oder wenn ich 3000 oder 4.000 oder 5.000 Abos habe, dann nehmen die mich dann vielleicht doch noch auf. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, ja, wie der große Gandalf immer wieder sagen würde. Gut, ja, jetzt zu den Patch Notes. Und zwar habe ich hier als erstes markiert genau den Epidemus. Und zwar ist hier nochmal eine genaue Beschreibung. Das Verwaltungssystem, also hier steht Hellier und das ist eben mal komisch übersetzt, wie gesagt, das Verwaltungssystem auf Pestilence, also dieses System, zählt die Anzahl der Nicht-Nörgel-Armeen und Siedlungen, die derzeit von Epidemus-Seuchen infiziert sind. Je mehr infizierte Ziele vorhanden sind, desto mehr Geschenke stehen Epidemus zur Verfügung, darunter Kampagnenboni und einzigartige Fähigkeiten. Allerdings kann die Zahl der Seuchen sowohl steigen als auch sinken, wenn die Seuchen zunehmen oder abnehmen. Sie sollten also für ein gewisses Maß an Dynamik sorgen. Na, merkt euch das. So, dann Update 5.0, Stabilität und Leistung. Das vorübergehende Einfrieren, das auftreten kann, wenn Ultimate Quizzes Modus jedes Endspiel auf einmal ausgelöst wird, wurde erheblich reduziert. Das heißt, ja, da gab es dann immer so eine, ja, so ein Leck halt, so ein Einfrieren gab es dann eben halt am Rundenwechsel. Und das wurde jetzt eben reduziert, wenn ihr mehrere Endgame-Szenarien auf einmal startet. Oder beziehungsweise starten lasst. Spielweise, Regeln und Systeme. Die Kosten für Siedlungsgebäude wurden korrigiert und zeigen den unveränderten Wert für noch nicht freigeschaltete Gebäude höhere Stufen an. Fand ich auch sehr sinnvoll. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Rekrutierung von Einheiten aus einer Hordenarmee nicht möglich war, wenn sich die Hordenarmee innerhalb einer Siedlung befand. Hatte ich übrigens auch mal. War sehr nervig. Einheiten mit dem Attribut immer fliegen können Gebäude, Tore, Mauern, baubare Verteidigungsanlagen nicht mehr im Nahkampf angreifen. Da fand ich jetzt schade, dass sie nicht geschrieben haben, welche Einheiten das denn betrifft mit immer fliegen. Mir fällt da jetzt spontan nämlich keine Einheit ein. Wer fliegt denn immer? Wen kann man denn nicht landen lassen? Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Die Benutzeroberfläche informiert den Spieler jetzt darüber, warum die Rekrutierung nicht verfügbar ist, wenn der Grund dafür liegt, dass er seine Haltung nicht ändern kann. Und da gibt es also neue Hinweise. Und beim Ändern der Kampfschwierigkeit auf dem Bildschirm vor dem Kampf wird das Ergebnis des der automatischen Auflösung nun korrekt aktualisiert. Das heißt, wenn ihr eine Schlacht habt und ihr ändert dann vor dieser Schlacht die
Schwierigkeit, dann aktualisiert sich das dann eben halt sofort. So, KI-Regeln und Logik. Ja, bei KI bin ich ja mal ganz skeptisch und ganz vorsichtig. Aber okay. Es wurden Probleme behoben, bei denen sich KI-Einheiten unentschlossen bewegten, wenn sie versuchen, Siedlungen zu betreten. Ob das wiederum wirklich passiert, das steht in den Sternen, ja, das werden wir sehen. Wie gesagt, so bei KI-Sachen, da gab es auch schon dann oft Sachen, die sind dann nicht so passiert, wie in den Patchnotes geschrieben. Deswegen bin ich da mal ganz vorsichtig. So, Höhepunkt der Schlacht, visuelle und akustische Überarbeitung der Lehre des Lebens. Und zwar wurde die Zauberlehre grafisch überarbeitet. Wie man jetzt hier auch wunderschön sehen kann. Und ja, finde ich halt immer wieder gut, dass sie halt die alten, also das sind ja wirklich diese ganz ersten Magielernen, dass sie die halt auch mal überarbeiten. Weil ich finde persönlich auch, dass die Überarbeitung besser aussieht. Und ja, das waren halt noch so Zauberlehren aus Trudelwurmer 1 damals, ne? Die Lehre des Lebens. Und es ist gut, dass sie sowas immer wieder updaten. Also nicht nur von den Effekten her. So, Erzeugung von Fähigkeitspunkten der Nörgel-Armee. Nörgel-Einheiten müssen keinen Schaden mehr leiden, um Punkte zu erhalten, die sie für Armeefähigkeiten verwenden können. Stattdessen werden Armeefähigkeitspunkte jetzt basierend auf der Anzahl der Verhexungen gewonnen, die auf gegnerische Einheiten wirken. Eine Verhexung ist ein negativer Debuff oder Kontakteffekt wie Gift. Ja, deswegen haben die ganzen Nörgel-Einheiten auch Giftschaden. Die Punktgenerierung verfügt ebenfalls über eine abgestufte Hierarchie. Jede nachfolgende Ebene der Punktgenerierung überschreibt die vorherige. Dann haben wir hier eine Auflistung. Kontaktphaseneffekte bringen die wenigsten Punkte. Passive Fähigkeiten bringen eine moderate Menge an Punkten. Und aktive Fähigkeiten bringen die meisten Punkte. Dies bietet Nörgelspielern einen Anreiz, so viele Krankheiten wie möglich auf dem Schlachtfeld zu verbreiten, um Zugang zu... Ja, das sind eben halt die drei Armeefähigkeiten, die ihr dann zur Verfügung habt. Und ja, anhand dieser Auflistung könnt ihr eben halt diese drei Armeefähigkeiten auf dem Schlachtfeld dann einsetzen. Ja, diese drei Armeefähigkeiten, die hat man ja oft bei den neuen Chaos-Fraktionen, wie zum Beispiel bei Siege und auch bei Korn und so. Und bei Nörgel gibt es die natürlich auch. So, Verfeinerung des Zielobjekts. Wenn einem Projektil zuvor Zielsuchverhalten zugewiesen wurde, wurde ihm eine Zielentität übergeben. Und alle zielsuchenden Projektile, die von derselben Entität oder Einheit abgefeuert werden, erhalten dasselbe Ziel. Das ist jetzt allerdings geändert. Das sehen wir auch gleich am Beispiel. Und jetzt heißt es, unter dem neuen System weise jedem einzelnen Projektil nach dem Zufallsprinzip ein Ziel zu. Und verteilen die Ziele ungefähr gleichmäßig auf alle Einheiten in der Zieleinheit. Und das sieht dann so aus. Ja, also das war deutlich weniger Schaden als vorher. Eben halt durch diese Beschreibung hier. Nach dem Zufallsprinzip ein Ziel zu und verteilen die Ziele ungefähr gleichmäßig auf alle Einheiten in der Zieleinheit. Und das war früher eben halt nicht der Fall. Und deswegen hat er, beziehungsweise so eine Projektile eben halt früher mehr Schaden gemacht. Ist eine kleine Änderung, mit sowas hatten sie sich schon beim letzten Mal beschäftigt, aber okay. Gut, ich denke, da kann man mit leben. Dann gibt es neue Attribute und hier wurde jetzt Berserker hinzugefügt. Neu für Tons of Decay und angewendet auf alle Einheiten von Typ Berserker. Das Berserker-Attribut sorgt dafür, dass die Einheit als Berserker für das Fähigkeitszielen, mein Gott, was für ein Wort, gilt und macht die Einheit außerdem immun gegen Verringerungen der Waffenstärke. Also das heißt, die können kein Debuff bekommen auf ihre Waffenstärke. Dann gibt es noch Rüstungsschild. Nee, Richtungsschild. Das betrifft allerdings den Dampfpanzer,
Den schauen wir uns weiter unten nachher nochmal an. Das wird weiter unten etwas besser erklärt. Und dann steht hier noch die Attribute unverwundbar und kann nicht sterben. Die gab es allerdings auch schon vorher. Und dazu haben sie dann eben halt hier geschrieben, wir werden die Verhaltensweisen kann nicht sterben und unverwundbar in Attribute unterteilt, um uns eine bessere Kontrolle darüber zu geben, wie wir sie anwenden und einen Tooltip für euch zu lesen, wenn man dagegen steht. Und dann die Battle UI Updates. Und zwar wurde hier die Leiste überarbeitet. Sieht man das so besser? Ja, nicht wirklich. Auf jeden Fall die Heilung und die Regeneration. Ja, die sieht man jetzt hier besser, finde ich zumindest, dass man das besser sieht. Und ist auf jeden Fall überarbeitet worden. Hier haben sie aber hingeschrieben, dass es noch nicht so ganz richtig funktioniert. Also noch nicht so ganz korrekt funktioniert. Da wird dann auf jeden Fall nochmal nachgepatcht. So, volle Gesundheitsregel, auch wieder eine wunderschöne Übersetzung. Weiß gar nicht mehr. Ach so, das war da diese eine. Ich zeige es euch. Ja, und hier seht ihr, dass das Rote hier oben viel länger jetzt da bleibt. Und das war vorher nicht so. Vorher war das eben viel kürzer und jetzt bleibt es eben halt länger da. Also der Schaden. Eine Lebensleiste. Ja, okay. Ist wieder so ein Punkt, wo ich denke, ja, kann man mit leben, ne? Trennung von passiven Fähigkeiten, Einheitenattributen und Widerständen. Im Einheiten-Info-Bereich haben wir passive Fähigkeiten, Einheitenattribute und Widerstände in ihre eigenen Kategorien unterteilt. Dazu kann ich nur sagen, endlich. Ja, das wurde auch Zeit. Und hier heißt es noch, die Zaubererbeherrschung wird auch bei allen Einheiten aufgeführt, die echte Zauber wirken können. In Klammern, gebundene Zauber zielen nicht. Und wird angepasst, wenn die Zauberbeherrschung erhöht oder verringert wird. Ja, danke dafür, dass es endlich übersichtlicher ist. So, dann die Änderung im Domination-Modus. Jetzt kommen wir ganz kurz zum Multiplayer-Battle-Bereich. Aufgrund des Community-Feedbacks haben wir den Freischalt-Timer der Eroberungspunkte entfernt, damit diese sofort zu Beginn des Spiels bekämpft werden können. Ja, das gab da vorher immer so einen Timer von, ich weiß gar nicht mehr, wie lange der Timer war. 2 Minuten oder 30 Sekunden. Auf jeden Fall gab es davor einen Timer. Und das Ticketlimit ist jetzt in benutzerdefinierten Lobbys konfigurierbar. Dann wurden einige Karten entfernt. Aufgrund des Community-Feedbacks. Warum, weiß ich nicht, aber die waren anscheinend zu unfair, die Karten, ja. Und Rassen- und Balance-Änderungen. Da habe ich markiert, die Zeit für die Technologiefortschritt wird jetzt aktualisiert, nachdem ein Held in dieser Runde Technologie stiehlt. Also man kann ja mit den Agenten Technologie stehlen machen bei Siedlungen. Das wird dann eben halt, wenn ihr dann auf den Forschungsbaum klickt, sofort aktualisiert oben die Forschungsrate. Dann Boris Todbringer und der Rote Herzog können jetzt nach der Konföderation rekrutiert werden, indem man nur Warhammer 1 besitzt. Es ist kein Beastman oder Waldelfen-DLC mehr erforderlich. Ja. Hat einfach was damit zu tun, dass die eben halt damals mit dem DLC alle dazugekommen sind. Und das ist jetzt eben halt nicht mehr so. So, Fähigkeiten. Ja, jetzt gibt es eben halt diese ganzen kleinen Fähigkeitsänderungen. So wie zum Beispiel Todesstoß und so und ballistische Kalibrierung. Das war es dann aber auch schon. Also so groß sind die Änderungen jetzt ja auch nicht. Das sind jetzt hier auch nicht so viele. Dann geht es hier weiter mit den Gegenstandsfähigkeiten. Na, da wurden auch einige Gegenstände überarbeitet. Zum Beispiel auch die Runen hier für die Zwerge. Und dann haben wir hier noch Zauber. Da sind auch wieder einige angepasst worden. Ich muss sagen, sowas findet ihr in jedem großen Patch. Ja, und da gibt es immer irgendwelche Zauber, die dann eben halt angepasst und überarbeitet werden.
So, dann Katastrophenzauber, das sind die Kataklysmuszauber. Die wurden auch angepasst. Das sind, glaube ich, fast alle, ne? Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einer fehlt. Ein Kataklysmuszauber ist nicht überarbeitet worden. Dann Einheitenfähigkeiten. Zu den Gyrokoptern kommen wir später noch mal zu. Und jetzt geht es weiter mit dem Beastman. Die Herdensteingebäude der Tiermenschen zeigen jetzt an, wie viele Plätze sie in jedem Level bieten. Auch sehr informativ. Und die Tiermenschen bekommen die Pestigors. Ja, also die bekommen die ja sowieso in der Kampagne, aber eben halt auch für die Multiplayer-Schlachten. So, Britonia. Da ist mir aufgefallen, dass der König Lohnlönke mit Beakquis ein bisschen weniger Lebenspunkte hatte. Er hatte hier einen Debuff bekommen, der König. Finde ich jetzt nicht so schlimm, weil ich finde, der geht schon ziemlich krass ab, der König. Also ich fand den sogar in einigen Fällen schon zu stark. Von daher finde ich das jetzt nicht so schlimm, ja. So, bei den Dunkelelfen, ja, da erinnert sich wenig, nur eben halt so ein bisschen an den Black Ark Gebäuden, ja, also bei den Schwarzen Archengebäuden. Und bei die Klinge der Blutkönigin, das ist halt das Regiment of Renown von, ja, eben halt von den Dunkelelfen, na, wie heißt die noch, von der Helleborn, die hatte ja ziemlich früh, glaube ich sogar, ne, oder? Auf jeden Fall, und dann steht da noch, ist jetzt wie die reguläre Haganess Executor-Einheit gegen Psychologie immun. So, Zwerge. Das Recycling von Gegenständen für Altgold. Oder heißt das Altgold? Ich komme immer nicht drauf, wie das heißt. Altgold oder Altgold? Ich verwechsel das immer. Aktualisiert jetzt korrekt den Status anderer Gegenstände im Forge-Bedienfeld. Und dann haben wir hier ebenfalls jetzt auch die Eisendrachen und die funktionieren jetzt auch etwas anders. Das habt ihr bestimmt schon in den ein oder anderen Video gesehen, aber hier steht es jetzt ebenfalls nochmal bei den Patch-Notes schwarz auf weiß. Die Trollhammer-Torpedos haben eine Reichweiten- und Geschwindigkeitsverstärkung erhalten, wodurch sie besser im Umgang mit großen gepanzerten Zielen auf größere Entfernung eingesetzt werden können. Und zwar haben die jetzt eine Reichweite von 170. Und das ist schon sehr, sehr viel. Und die Projektilgeschwindigkeit, die ist jetzt auch deutlich schneller. Also die haben fast die doppelte Reichweite bekommen. Und Flammenangriffe sind ebenfalls dabei. Der Bonus gegen Groß, der ist ein bisschen weniger, aber dafür ist ja eben halt. Dafür haben die jetzt eben halt Flammenangriffe, eine größere Reichweite und die Projektilgeschwindigkeit ist eben halt schneller. Der Schaden durch panzerbrechende Geschosse ist auch ein bisschen verringert worden und der Basisschaden, der ist ja ein bisschen verringert worden. Aber ich denke, die machen jetzt trotzdem immer noch sehr, sehr viel Schaden. Ja, und man kann sie jetzt ja auch deutlich flexibler einsetzen, da sie eben halt schneller sind und eine größere Reichweite haben. Na, ich fand die immer sehr, sehr gut, gerade gegen große Ziele. Aber ich denke, jetzt die neuen Eisendrachen, also das betrifft jetzt nur die Eisendrachen mit den Trollhammer-Torpedos. Die werden, denke ich, immer noch sinnvoll sein. Müsste man mal testen. So, die Gyrokopter, die sind jetzt ja deutlich erhöht worden in der Anzahl. Das sind jetzt nämlich nicht mehr vier. Also wenn ihr auf Ultra spielt, waren das ja immer vier. Das sind jetzt nämlich 12. Und bei den Gyrokoptern mit dem Brimstone Guns, da steht, die Brimstone Gun feuert jetzt einen Strom heißen Feuer, heißes Feuer auf den Feind ab, ähnlich wie es ein Eisendrache tun würde. Ja, es gibt ja die Eisendrachen, also die normalen Eisendrachen, die haben ja den Flammenwerfer. Und die Gyrokopter mit dem Brimstone Guns, die haben jetzt ebenfalls Flammenwerfer dran. Na, ich kann mich da aber auch gut dran erinnern, dass es die wirklich auch in der Lore gab und auch in den Armeebüchern vorhanden waren. Also ist nicht verkehrt.
Zumindest von der Lore her und von den Regeln her. So, die Gyro-Bomber, die sind jetzt auch erhöht worden. Das war ja immer nur einer und das sind jetzt eben halt, zumindest hier auf der Einstellung Ultra sind das 4. Auf der Einstellung Groß müssen das dann 3 sein. Und die Flammkanonen, die sind jetzt hier auch geändert worden. Da hat Creative Assembly ja gesagt, nee, die sind jetzt ja eigentlich sogar besser. Aber wenn ich mir das jetzt hier angucke, Schüsse pro Volley. Ja gut, die Schüsse pro Volley sind jetzt erhöht. Von 1 auf 6. Basisfernkampfschaden 260, jetzt nur noch 45. Also der Rest ist alles niedriger, ne? Außer das hier oben. Ich weiß ja nicht, ob die jetzt wirklich besser sind. Also in einigen Videos sah das eher aus, als ob die schwächer geworden sind, aber okay. Einfach mal rumtesten. Bei Fähigkeiten haben wir den Fähigkeitenbaum, Fähigkeitsbaum von Wulfarts, Jäger Jurik. Grimm wurde aktualisiert. Der hat jetzt einen neuen Skillbaum. Und hier heißt es Begründung, häufig würden Siedlungsgebäude in Kombination mit der aktualisierten Technologie und den Gebäudeeffekten für Zwerge kostenlos werden. So, bei Kartei gab es so gut wie keine Änderungen, bei den Grünhäuten auch nicht. Das sind nur so kleine Anpassungen für die Einheiten. Bei den Hochelfen hat der Eltarion einen Buff bekommen. Und zwar jetzt mit seinem Greifsturmschwinge hat er jetzt nicht mehr 5385 Lebenspunkte, also beziehungsweise Trefferpunkte, sondern 6685. Ja, das ist schon ein krasser Buff für ihn. Aber auch die anderen Fürsten mit dem Greifen haben jetzt deutlich mehr Trefferpunkte. Nicht nur er. So, bei Korn gibt es nur einige Einheitenanpassungen. Da ist mir aufgefallen, da sind viele Kosten billiger geworden für die Truppen. Na, hier zum Beispiel Chaoskrieger, Plünderer, Verlassene. Na gut, da ist der Unterhalt reduziert worden. Also die sind größtenteils billiger geworden, die Korn-Einheiten. Außer hier die Auserwählten des Korn mit den Doppelwaffen. Ne, doch, die sind auch billiger geworden. Und die Moral wurde auch ein bisschen erhöht bei einigen Truppen. Na, aber finde ich gut, dass die Korn-Truppen ein bisschen günstiger geworden sind. Das war meiner Meinung nach immer noch zu viel. Bei Kislev gibt es auch nur einige Einheitenänderungen. Echsenmenschen. Die Conquata-Siedlung wurde auf Dschungelklima umgestellt. Das ist die Siedlung auf Albion. Beim Spielen als Echsenmenschen wurde besetzt aus den Gebäudenamen der Conquata-Siedlung entfernt. Also Conquata muss man nicht mehr besetzen. So, ja, ansonsten gab es da nur einige Einheitenanpassungen. Da sind auch viele Truppen günstiger geworden, sehe ich jetzt gerade. Und bei Norska, da sind die Eistrolle günstiger geworden. Aber nur 50. Ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. So, bei Nurgle habe ich ein bisschen mehr markiert. Da ist ja natürlich deutlich mehr passiert. Und zwar haben wir bei Kampagne erhöhte Abnutzungsschaden der Seuche. Nurgle-Plan können jetzt bei Armeen auf See verursacht werden. Ganz wichtig, weil ihr könnt jetzt auch gegnerische Armeen auf See verseuchen. Das ging vorher nicht. Dann zyklische Gebäude geben nun Nutzlasten beim Betreten statt bei der Fertigkeitsstellung ab. Und Behebung von Seuchen, die sich von den Streitkräften nicht richtig ausbreiten. Das ist ja sowieso vollkommen überarbeitet worden. Da kann man jetzt ja deutlich mehr mitmachen. Und ansonsten haben die Truppen... Viele haben einen Moralboost bekommen. Aber nur ganz gering, nur 5 oder so. So, die Skaven, ja, da ist so gut wie gar nichts passiert. Da heißt es nur Problem behoben, bei dem die Schaltfläche Schattengeschäfte im Abrechnungsfenster das Fenster Schattengeschäfte nicht öffnete. Das war halt bei Clan Eschen.
Lanisch, da gab es auch nur einige Einheitenanpassungen. Und zwar haben die jetzt noch mal mehr Moral. Und bei Imperium, da habe ich natürlich ganz viel markiert. Fehlende Regierungsgruppe im Kurfürstenzählungsskript hinzugefügt, was dazu führte, dass es keine Dilemmata gab, Regionen nach Ostland zurückzugeben. Das wurde behoben, jetzt gibt es das auch für Ostland endlich. Und bei Kampagne, da habe ich ganz viel markiert, es wurde so gestaltet, dass sie Invasionskämpfe des Kurfürstengrafen nicht mehr ablegen können, wenn sie sich dafür entscheiden, ihnen zu helfen. Das sind halt diese Events, um den Kurfürsten zu helfen. Die Beastlayer-Questkampf für Karl Franz wurde aktualisiert, um neue Wellen zu erzeugen, wenn die vorigen Wellen nachlassen, anstatt die Timer zu verschieben. Der erhöhte Startunterhalt für Einheiten der Staatstruppen wurde entfernt. Die Unterhaltsreduzierung für jeden Sitz in der Wähleranzahl wurde jedoch von 5% auf 3% reduziert. Ein netter kleiner Rabatt für die Staatstruppen. Es wurde ein Problem behoben, bei dem man nach einer Schlacht ein Prestige erhielt, wenn man verlor. Dann ein Problem behoben, bei dem die Wählerzählungskarte für einige Regionen keine Farben anzeigte. Der Status der Schaltfläche Wahlmanöver wird jetzt korrekt aktualisiert, wenn das Fenster durch Klicken auf eine Armee oder Siedlung geschlossen wird. Und bei den Einheiten habe ich hier gefunden Castle Reichardt, Blazing Sun, Chapter House und Knights Panther House wurden überarbeitet, um breite Einheiten mächtige Boni zu bieten. Das sind drei Wahrzeichengebäude, die ihr bauen könnt im Imperium. Castle Reichsgard ist ein Reichland, Blazing Sun, Chapter House, war meines Wissens in Talabegland und Knights Panther House war, wo war das denn noch? Ich glaube, das war auch in Talabegland. Auf jeden Fall diese drei Wahrzeichengebäude für die Ritter, die wurden jetzt überarbeitet und hier steht es ja, die geben jetzt mächtige Boni für die Rittereinheiten. Und dann heißt es hier noch, zusätzlich wurde in Nullen ein neues Kapitelhaus-Wahrzeichen für die neuen Knights of the Black Wolves hinzugefügt, das dem gleichen Format folgt. Ja, also für die Knights, also für die Ritter der Schwarzen Rose gilt das jetzt ebenfalls mit dem neuen Wahrzeichengebäude. So, Boris Todbringer ist übrigens jetzt deutlich stärker, der hat jetzt mehr Trefferpunkte. Allerdings nur auf seinem Greifen. Und dann habe ich hier noch, also das sind auch einige Rekrutierungskosten, sehe ich gerade hier, sind einige Rekrutierungskosten günstiger geworden. Aber wie versprochen kommen wir jetzt zum Dampfpanzer. Hier unten ist es jetzt ein bisschen besser erklärt als oben, das was wir gesehen haben. Und hier heißt, der Dampfpanzer hat ein brandneues Modell und Animationen wurden etwas aufgeräumt. Das Originalmodell war sehr alt und eine der allerersten Einheiten, die wir 2016 für Total War Warhammer erstellt haben. Na, 2016 Release, Warhammer 1. Wer war dabei? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir haben nie die Zeit und die Ressourcen gefunden, es noch einmal zu bedenken, das auf den Standard zurückzubringen, den wir seitdem im Jahr 2024 erreicht haben. Aber wir fanden, dass diese DLC die perfekte Gelegenheit bietet, diesen Herzstücken den Glanz zu verleihen, den sie verdienen. Vielen Dank an Chris, der das möglich gemacht hat. Scheint wohl ein Mitarbeiter zu sein. Auch das Design des Dampfpanzers wurde etwas überarbeitet. Der Dampfpanzer hat jetzt einen größeren Wendekreis, damit er sich beim Bewegen auf dem Schlachtfeld eher wie ein Biest von einem Fahrzeug anfühlt. Im Nahkampf wird der Panzer nicht länger dem Rangangriff gegen Feinde einsetzen, sondern stattdessen heiße Dampfstrahlen ausstoßen. In Klammern aus den Dampfpanzern, die wir haben werden, MMM-Dampfpanzer.
Sie können jetzt aus der Bewegung schießen und ein Pionierkommandant sitzt stolz oben und schießt auf alles, was ihm zu nahe kommt. Der Turm und der Kommandant feuern auch dann weiter, wenn die Rumpfkanone die Munition ausgeht. Sehr interessant, ja, dass sie immer noch weiterschießen können, auch ohne Munition. Der Panzer selbst provoziert jetzt auch von der Chance auf Geschossabwehr in Verbindung mit dem neuen Attribut Richtungsschild, das ist das, was wir oben gesehen haben, wodurch die Geschosse mit unterschiedlicher Wirkung abwehren kann, je nachdem von welcher Seite aus auf ihn geschossen wird. Das ist doch mal eine super Änderung. Und ich sag's ja, na gut, ich habe es schon mal gesagt, das ist so der technische Anfang von Total War Warhammer 40k, ja. Denn da wird es ja auch Panzer geben. Oder vielleicht von einem Total War Erster Weltkrieg. Ne? Das kann natürlich auch sein. So, ja, und dann wären wir so gut wie am Ende hier. Da gab es hier noch für Siege einige Einheitenanpassungen. Da ist auch wieder die Moral etwas gestiegen. Also gerade so die Moral, ne? Die wurde eben halt sehr viel gebufft jetzt bei vielen Einheiten. Und ja, damit wären wir dann auch, glaube ich, am Ende. Oder hatte ich hier noch irgendwas markiert? Ach, bei den Belagerungsschlachten. Das Umgeben von Brücken in großen Skaven-Siedlungsschlachten wurde korrigiert. Höllengrube. Geländeklumpen unter der Mauer entfernt. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja jetzt einen Durchgang. Und die Kollision wurde angepasst, um zu verhindern, dass Einheiten im Sufma-Belagerungskampf in die Luft steigen. Ach so. Ah, ja. Ich weiß. Es gab eine Zwergenbelagerungsmap und da gab es bei dem Angreifer den Bug, dass die Einheiten in der Luft waren. Ich erinnere mich. Gut, dass sie das gefixt haben. Und ansonsten der Rest, das sind jetzt hier alles nur kleine Änderungen, ne? Kleine grafische Änderungen und Audioänderungen. Jo. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ja, den einen oder anderen kleinen Fehler, den hatte ich jetzt doch drin. Aber wie gesagt, die Übersetzung, die ist nicht mehr 100% richtig. Ne? Wenn sie richtig wäre, dann würde ich auch weniger Fehler hier einbauen. Aber es ist nun mal nicht so. Und ja, ich hoffe, ihr besucht mich mal im Livestream. Ich spiele den Tamurkan. Und etwas später spiele ich dann eine Zwergenkampagne. Und im Multiplayer machen wir eine Imperiumskampagne. Wir spielen, ja, es ist jetzt nicht ganz Koop. Wir wollen halt um den Titel des Imperators streiten. Also am Anfang ist es Koop, aber dann später werden wir uns dann fetzen. Und das ist so unsere verrückte Imperiumskampagnen-Idee. Ja, ich hoffe, wie gesagt, ihr schaut gerne mal rein. Und damit bin ich raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hinterlasst gerne ein Like und ein Abo. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.